Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ich komme gerade frisch von der Bavanne, habe mich geduscht. Wir haben schon mittlerweile 43 Grad tagsüber. Es ist wirklich, Alhamdulillah, schönes Wetter. Heute möchte ich euch mal eine schicksalshafte Geschichte erzählen, jetzt im Ramadan. Ihr habt es vielleicht mitbekommen auf meinem anderen Kanal, die Deutsche am Nil. Wir haben einen kleinen Hund gerettet. Hier bei uns am Feld. Die Kinder haben den gefunden und dann habe ich einfach den Hund dem Kind weggenommen, weil das ist ja kein Spielzeuggegenstand. Hab den zu uns im Stall gebracht. Natürlich Auseinandersetzungen mit meinem Mann gehabt, aber standhaft geblieben. Beharrt auf unserem Recht. Wir müssen dem kleinen Welpe helfen. Zack, haben wir auch dann eine Pflegestelle gefunden und sogar eine. Also meine Tochter hat sie erst Lotte genannt, ne? Und dann die neue Besitzerin aus der Schweiz hat ihr den Namen Malaki gegeben. Und ja, ungefähr einen Monat war sie die Besitzerin, plus minus oder 3 Wochen. Dann hat sich herausgestellt, dass sie doch Probleme hatte. Dann haben wir gesagt, lassen wir das, ich schaue weiter. Dann eines Abends habe ich mit meinem Papa telefoniert, ja, wie geht's dir denn so ohne Hunde? Ich kam noch nicht so richtig auf die Idee, weil er ist jetzt auch schon alt, ne? Soll er jetzt noch einen Hund? Weil er hat innerhalb von einem halben Jahr alle drei seine Hunde verloren. An immer einer anderen Krankheit. Die mussten eingeschläfert werden. Und mein Papa ist ein absoluter Hundemensch. Habe ich wahrscheinlich von ihm geerbt. Ich schwitze, ne? Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ja, wie geht's dir denn ohne Hunde? Wie kommst du zurecht? Das fehlt ja dann, ne? Sagt er, ja, jeden Morgen steht er auf und ist voll traurig. Da kam mir doch die Idee, soll ich ihn mal fragen, ob er nicht doch die Malaki haben will. Aber eigentlich auch nicht, weil der hat ja genug. Na, ob er dann nochmal neu anfängt, ob er das nicht verkraftet, dann oder. Dann habe ich ihm das gesagt, dann hat er sofort gesagt, ja, also ich habe mir das überlegt, ob ich mir einen neuen Hund hole und wenn du einen hast, gerne, schick mir mal Bilder. Bilder geschickt, hat sich sofort verliebt und hat gesagt, also sie sieht aus wie meine Diva. Na, die Diva, die gestorben ist und er möchte ihr den Namen Diva geben und er möchte sie haben. Und wie lange dauert das? Was kostet das? Ich schicke dir Geld, alles. Also das fand ich dann so toll, dass wir gesagt haben, okay, dann organisieren wir wenn alles klappt mit dem Titertest und so weiter. Ich denke mal, spätestens in 3 Monaten wird sie dann in Deutschland sein. Was haben wir jetzt? Mai, Juni, Juli? Wahrscheinlich spätestens im August, wenn jemand im August von Hurghada nach Stuttgart fliegt. Bitte hier melden, dann könnt ihr gerne, wenn ihr die Malaki mittransportieren möchtet, mein Papa würde sie dann im Flughafen abholen, logischerweise. Also jetzt suchen wir schon mal für den Juli, Ende Juli, August, ne, wie sagt man da, Flugpaten, so rum. Und mein Papa freut sich sehr. Ja, vielleicht fliege ich auch schon, wer weiß es, vielleicht ist es ja ganz spontan, dass ich auch fliege. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jetzt im kommenden Video zeige ich euch mal die Geschichte, was alles passiert ist. Die kleine Lotte, dann Malaki, dann Diva, was alles passiert ist. Ja, sie ist als Lotte nach Hurghada gekommen, zu unserer Pflegestelle, zum lieben Ahmed. Ein Fussel, keine, ich wollte schon eine Mücke fangen. Also als Lotte nach Hurghada gekommen, zur Pflegestelle Ahmed. Dort umbenannt in Malaki, dann hatte sie Parvovirose bekommen. Also wir haben schon gedacht, jetzt ist es vorbei. Ja, aber sie hat 4 Tage lang gekämpft und angefangen wieder zu fressen. Alles gut. Ahmed hat super reagiert. Er ist sofort zum Tierarzt gegangen. Er hat gemerkt, die frisst nicht, da stimmt was nicht. Sofort zum Tierarzt und Alhamdulillah, mit der Glukose, mit der anderen Medizin, die sie da gekriegt hat, morgens und abends so einen Beutel durch die Vene laufen lassen. Ne? Am 4. Tag hat sie wieder angefangen zu fressen. Und das bedeutet, sie ist über den Berg. Und normalerweise in dem Alter, die Welpen haben eine sehr schlechte Prognose. Umso jünger sie sind, umso schwieriger wird es. Und Alhamdulillah, diese Hürde hat sie auch genommen. Ne? Also sie hat erstmal die Hürde bei uns genommen, dass sie nicht wieder aufs Feld geschickt wurde. Wir haben sie erstmal gerettet vom Feld, dann, dass sie nicht wieder zurückgeschickt wurde, mein Mann, ne? Dann hat sie eine Pflegestelle bekommen in Hurghada, wurde leider krank. Dann sollte sie ja erst in die Schweiz, hat nicht geklappt. Jetzt kommt sie nach Deutschland, inshallah. Und wir haben sie kastrieren lassen und den Leistenbruch. Sie hatte da an der Seite, wer das andere Video verfolgt hat, so einen Bollen. Und dann hat der Tierarzt hier gesagt, komm, lass es hier machen, weil in Deutschland wird es ja auch teurer. Dann haben wir alles hier machen lassen. Und plus minus, zuerst hat er gesagt, es würden um die 900 Pfund, sind so plus minus 45, 50 Euro. Und dann im Ende sind es dann doch 1600 Pfund geworden. Aber das ist kein Problem. Alhamdulillah, sie hat es überstanden. Sind dann, was sind das, 80 Euro, 90 Euro. Ja,
Entschuldigung, Alhamdulillah. Das zahlen wir gerne. Und ich würde euch sagen, macht mal bitte Hashtag Ahmed, Hashtag Diva. Der Ahmed hat 1000 Daumen verdient, was der da leistet in Hurghada mit dem kleinen Hund, ne? Als Ägypter, wenn man überlegt, ne? Viele sagen immer, die Ägypter mögen keine Hunde. Mein Mann ist da jetzt nicht ein Einzelfall. Es gibt wirklich viele, die keine Hunde mögen. Aber Ahmed ist ein absoluter Tierfreund. Und schaut euch mal die Bilder an. Der hat mir erlaubt, dass ich die Bilder öffentlich mache. Die Malaki ist in einer Quatschstation, ein Riesengelände. Und da darf sie jetzt, bis sie ausfliegt aus Hurghada, bei Ahmed wohnen. Alhamdulillah. Und er kümmert sich rührend. Ich bin so, so happy. Und wie gesagt, alle Daumen hoch für Ahmed. Und wenn ihr wieder weiter Videos hören wollt, wie geht's der Malaki? Diva heißt sie jetzt, Diva, Diva. Dann hinterlasst uns Hashtag Diva. Yalla, das war's schon wieder von mir. Viel Spaß beim Video. Es geht los. Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Ich möchte euch die kleine Lotte vorstellen. Erstmal hieß sie Lotte. Wir haben sie auf dem Feld gefunden. Die Geschichte habt ihr vielleicht schon gesehen auf dem anderen Kanal. Die haben, ja, Kinder haben die einfach festgebunden und wollten die also als Spielhund einfach auf dem Feld halten. Da war nur ein trockenes Brot da und Wasser noch nicht mal. Ja, und dann habe ich sie denen einfach abgenommen. Dann hatten wir gesagt, wir behalten sie erstmal und suchen für sie ein neues Zuhause. Haben auch jemanden gefunden, der in der Schweiz. Allerdings kamen da private, familiäre Probleme gesundheitlicher Art. Dann hatten wir davon abgesehen und haben gesagt, es ist besser, wir gucken selbst nochmal jemandem. Also dann hat sie die Lotte den Namen Malaki bekommen. Also Lotte kam von meiner Tochter, der Amina. Malaki hat dann die Dame aus der Schweiz ausgewählt und letztendlich habe ich dann doch mit meinem Papa gesprochen, der dieses Jahr alle seine Hunde verloren hat, die lange Jahre bei ihm gewesen sind. Aus gesundheitlichen Gründen wurden die eingeschläfert, alle drei nacheinander. Das war sehr, sehr traurig. Ja, und jetzt heißt die Lotte Malaki Diva. Und dann seht ihr mal, wie die Reise weitergeht von der kleinen Diva jetzt. Sehr, sehr süß und interessant. Guck mal, die Hühner, die fressen den Knochen jetzt. Da ist er. Und die Mausi, die spielt mit der kleinen Mausi, mit der Lotte. Die spielen. Aua. Die hat ganz schön feste Zähne, ne? Nein. Nein, ja. Mäuschen. Mäuse, du bist ein Wirbelwind, die ist wieder zurück bei uns. Malaki, ja guck mal, ich kann die gar nicht aufnehmen, die ist so aufgeregt hier bei uns. So, sind wir wieder da angekommen. So, das ist der Yunis. Na du. Ja, aber der hat irgendwie so einen Lipom am Bauch, so ein Fettgeschwulst, irgendwie komisch. Ja, weiß nicht, was das ist. Anyway, Lotte! Lotte! Ja, meine Lieben, dann haben wir endlich einen Pflegeplatz in Hurghada gefunden. Der liebe Ahmed kümmert sich um die Diva jetzt und sie ist dann an Pavo erkrankt. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir sind zu Blue Moon gegangen, also nicht ich, sondern der Ahmed. Ehrenwert hat er das wirklich übernommen, diese Aufgabe. Und das wird ihm regelmäßig Geld geschickt und
dass wirklich die Tierarztkosten bezahlt sind. Wir zahlen ihm auch einen kleinen Obolus, also er kümmert sich sehr, sehr nett um sie. Das ist auch in auf einer Quatschstation in Hurghada. Das ist ein sehr lieber Mensch. Er hat die Medizin besorgt, Glukose, wie ihr hier seht. Und wir haben 4 Tage gebangt um ihr Leben. Wir haben noch gesagt, wie kann das sein? Wir haben sie gerettet und jetzt erkrankt. Dann haben wir zu Hause gefunden, dann Pflegeplatz und jetzt soll sie sterben an Pavo. Ja, sie ist 2,5 Monate alt, so ungefähr hat es der Tierarzt geschätzt in Hurghada. Mittlerweile 3 Monate alt. In einem Monat kann sie dann Cocktail geimpft werden. Ja, was willst du machen? Also er gibt sein Bestes. Ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr netter Ägypter. Schaut, da ist unser Ahmed. Masha Allah, Allahumma barik. Er kümmert sich im Ramadan sogar, während er fastet, um den kleinen Hund. Also ich muss sagen, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir ihn gefunden haben und kennenlernen durften, dass er sich um diesen Hund, um die Diva sich sorgt. Und mein Papa, der ist so happy. Jetzt hat sie endlich die Operation überstanden. Sie hat einen kleinen Leistenbruch und sie wurde kastriert gleichzeitig. Ne? Bei Blue Moon. Ich muss sagen, wir sind sehr, sehr glücklich. Mein Papa auch. Also, der will jeden Tag Videos und Fotos sehen. Und sie ist mittlerweile auch schon gewachsen. Wir dachten, es bleibt ein kleiner Hund, aber die wird größer als gedacht. Muss man echt mal sagen. Ich hoffe nicht, dass sie so riesig wird. Man sieht hier noch, hier, da hatte sie noch von der Glukose. Ne? Jeden Tag hat sie morgens und abends am Tropf gehangen. Das hat alles der Ahmed gemacht. Allahumma barik, wirklich. Also, Masha'Allah, was dieser Mann an Ramadan leistet, auch sehr, 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 sehr nett. Ich bin so glücklich, wirklich, Alhamdulillah. Und die kleine Diva, ihr geht's gut, schaut, sie ist gut genährt, er kümmert sich super um sie, also besser kann es gar nicht laufen, Alhamdulillah. Also, wenn euch weiterhin, wenn ihr die Malaki oder Diva, jetzt heißt sie Diva, ich sage immer noch Malaki, weiterhin sehen wollt, wie sie nach Deutschland kommt, wie sie dort empfangen wird, werden wir weitere Videos machen, inshallah. Und ja, betet für uns, dass alles gut wird. Also wie gesagt, die Operation war am 14. Mai, es ist alles gut verlaufen, Alhamdulillah. Like das Video und kommentiert ruhig, Hashtag Diva. Dann mache ich weitere Videos über die Diva. Masselema, bye bye.